Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 15. Lesung des Buches Eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels, die ja eigentlich nicht die 15. Lesung des Buches ist, da wir ja 8 vorabgehende Videos gehabt haben, um den Grundstein für diese Lügen zu legen, mit anderen Worten, um den Grundstein für die Exposition dieser Lügen zu legen, besser gesagt, ja, weil wir lügen hier ja nicht, wir sagen hier die Wahrheit, deswegen heißt es auch Stunde der Wahrheit. Aber wir wollen eben die Lüge der römisch-katholischen Kirche aufdecken und dieses Buch an sich ist schon sehr tiefgehend. Aber wie gesagt, ich fand es notwendig, dass wir das Heiligenlexikon und den Artikel von GodQuestions.org über die Maria-Erscheinung, ob die Gott von Gott sind, da auch noch mit beizunehmen. Und deswegen ist das ja heute zwar die 15. Lesung in dieser Abspielliste, aber nicht unbedingt die 15. Folge der Buchlesung. Wir befinden uns am Ende von Kapitel 2. Da wir letztes Mal in das Kapitel 2 bereits ein wenig reingegangen sind, in das Ende des Kapitel 2, ich dachte eigentlich, das durchzukriegen, aber da kam dann noch ganze extra Informationen damit bei. Und wir haben über sehr viele Jesuiten gelehrt, die sehr viel mit zu tun haben mit der ökumenischen Bewegung. So zum Beispiel John Foster Dulles oder den Cardinal Avery Dulles und noch andere interessante Leute. Und wir hatten dann noch den Mehrartikel gelesen, wo es ging über Katholiken und Evangelikale zusammen. Und da werden wir auch gleich in den Artikel nochmal reingehen. Aber bevor wir damit heute anfangen, in dem Buch, in der Lesung, möchte ich erst einen Stammgast begrüßen, der uns immer bei dieser Sendung hier begleitet. Das ist nämlich der Bruder Maximilian. Hallo Max, herzlich willkommen zur Lesung heute Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, hallo Jörg, es geht mir gut. Ich freue mich, dabei sein zu können. Und in der Tat, du hast es ja schon angeholt, wir haben uns letztes Mal viel mit den Dulles-Brüdern befasst, die ja wirklich sehr interessante Menschen sind, insofern, dass sie eben auch für die römisch-katholische Doktrin sehr wichtige Papiere auf den Weg gebracht haben, unterzeichnet haben und eben auch aus entsprechend jesuitischen Schulen daraus hervorgegangen sind. Und da hat sich uns doch ein sehr klares Bild gezeigt, dass eben ja jesuitische hochkarätige Familien ja doch ein gewisses Wörtchen mitzureden haben, wenn es um weltpolitische Angelegenheit, gerade in Bezug auf die Ökumene geht. Und ja, wie du schon auch sagtest, wir haben natürlich Kapitel 2 noch nicht ganz abgeschlossen, werden das hoffentlich heute auch zu Ende bringen. Wir sind ja im Kapitel Königin von Rom des Buches Eine für alle, alle für eine Königin des Himmels, also im Englischen Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Und ja, es geht, wie der Titel schon sagt, eben um die Königin von Rom, insbesondere eben um die Ökumene, die uns ja heute gerade jetzt 2019 immer mehr und mehr ja doch um die Ohren gehauen wird, sage ich mal. Und ja, gerade jetzt auch, wo jetzt aktuell heute, glaube ich, der zwischen Anführungszeichen globale Notstand ausgerufen wurde im Anbetracht der Klimawandelagenda. Was für mich ja auch in dem Sinne auch noch wieder ein Mittel zum Zweck ist, eben ja, die Menschen zusammenzuraffen, eben in einem gewissen Hintergrund. Und den Hintergrund, ja, der führt, wie der Name eines gewissen Sprichworts schon sagt, eben auch wieder nach Rom, denn viele Wege führen nach Rom. Ja, darum handelt auch jetzt das Kapitel und da freue ich mich drauf. Ja, Dankeschön, Maximilian. Und dann möchte ich noch einen besonderen Gast heute Abend begrüßen, der gestern Abend dazu geführt hat, weil gestern Abend habe ich eine Aufnahme mit Bruder Michael gemacht und wir hatten dann spontan den Bruder Max dazu eingeladen und dann dachte ich, dann machen wir es heute mal umgekehrt und laden wir Bruder Michael zu unserer Lesung hier mit Bruder Max ein. Hallo Michael, herzlich willkommen. Auch. Ja, hallo Jörg, danke für die Einladung, hallo Maximilian und hallo an alle da draußen, das ist jetzt die Revanche. Ja, die Revanche. Gut, ich will mal auch gar nicht groß die Zeit verlieren, weil wir haben ja, wie gesagt, schon einige Dinge besprochen, worum es in diesem ganzen Buch geht. Wir lesen das erste, zweite Kapitel hier, das heißt Königin von Rom. Das dritte Kapitel, das dann kommen wird, das heißt dann natürlich Königin des Islam, ne? Von daher der Originaltitel, ne? Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All, da wird das behandelt. Aber bevor wir da reingehen, haben wir noch die ökumenische Bewegung nach Rom hier auf den letzten Seiten des zweiten Kapitels abzuhandeln. Wie gesagt, den ersten Teil bis hier unten, bis 2005, Fußnote 69, hatten wir gelesen. Die Noten hier drin hatten wir alle besprochen. Aber um uns einzustimmen in die Lesung heute, fange ich nochmal hier oben an und lese nochmal den ganzen Teil, ohne jetzt da nochmal speziell mit Kommentaren drauf einzugehen. Wie weit ist der Wiedervereinigungsplan der Königin des Himmels? Ist der Papst, den sie leitet, derzeit aktiv darin,
alle Christen unter die römisch-katholische Kirche zu ziehen? Die Königin verkündet, dass es eine Zeit geben wird, in der das ganze Christentum unter der römischen Kirche wieder vereinigt wird. Sehen wir diesen Trend heute? Die ökumenische Bewegung gewinnt seit einigen Jahren an Dynamik. Die aktuellen Ereignisse, die sich während des Schreibens dieses Buches ergeben haben, ja, wir berücksichtigen hierbei, dass das Buch 2006 erschien, und wahrscheinlich können wir mit den aktuellen Ereignissen hier durchaus die Anschläge vom 11. September 2001 mit einbeziehen, zeigen jedoch mit überwältigender Mehrheit, dass sich der Einigungsplan Roms beschleunigt hat. Genau dafür brauchten sie unter anderem diese Anschläge. Betrachten Sie einige der aktuellen Schlagzeilen, die dieses Muster dokumentieren. Und zwei von diesen Schlagzeilen, die ersten zwei, und da haben wir hier schon gelesen, nämlich vom 4. Juli 2005, Zitat: Papst hofft auf ein neues Katechismuskompendium, um allen Christen zu helfen, Katechisten und Evangelisten zu werden. Hatte ich ja gesagt, das Wort Christen müssen wir hier natürlich, da das aus einer offiziellen Zeitung kommt, als Katholik lesen. 30. Juli 2005. Katholiken und Evangelikale wachsen zusammen. 19. August 2005, also knapp 3 Wochen später. Dialog mit wird Christen vereinen, sagt der Papst. Treffen mit Vertretern christlicher Kirchen. Ja, das ist schön, der Papst sagt das und die Christen müssen es dann tun, nicht wahr? Also vor allen Dingen die Christen, die er hier natürlich meint, nämlich die Katholiken, die sind ja verpflichtet, auf ihren Papst zu hören. Die sind ihrem Papst Treue verpflichtet. Na, das sauge ich mir nicht aus dem Daumen, meine lieben Brüder und Schwestern. Das steht so geschrieben in Papst Pius IX. Sein Discorsi aus den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts, in dem er sagt, auf Seite 253, Heil Cäsar, dem alleine Treue und Fidelity and Dinge, jetzt komme ich da nicht drauf, wie das im Deutschen übersetzt wird, Treue und Gehorsam zukommt. So sagt er das in seinem Discorsi. Ja? Und wenn der Papst sagt, dass der Dialog alle Christen vereinen wird, dann sagt er das nicht so, dann ist das ein Befehl. Dem muss ich als Katholik gehorchen. Nun weiter, am 29. August 2005 lesen wir: Evangelische Buchhandlungen für katholische Werke offen. Kleine lustige Randbemerkung von mir hier, deswegen findet man in evangelischen Buchhandlungen auch nur römisch-katholische Bibeln und keine wahre Bibel mehr. Am 5. September 2005, Zitat: Die Ökumene ist für alle Christen verpflichtend, sagt der Papst. Habe ich da nicht gerade hier einen Punkt vorweggenommen? Habe ich das nicht hier gesagt, dass das verpflichtend ist, weil nur ihm Treue und Hörigkeit zusteht, Gehorsamkeit zusteht? Ich hatte das ja natürlich nicht gelesen. Ich hatte gar keine Zeit, irgendwas vorzubereiten heute. Aber naja. Am 7. November 2005 sagt eine Überschrift hier: Der Papst fordert besseren Dialog mit Lutheranern. Er ist also immer noch nicht zufrieden damit, dass 1999 das Papier der gemeinsamen Glaubenserklärung unterschrieben haben. Er braucht einen noch besseren Dialog mit den Lutheranern. Ja, wenn wir dann zurückgehen in das Jahr 2017, da haben wir ja das gemeinsame Papier zwischen Lutheranern und Katholiken, das da hieß: Vom Konflikt zur Kommunion. Vielleicht hat der Papst in der Zwischenzeit oder die römisch-katholische Kirche in der Zwischenzeit daran gearbeitet, mit diesem besseren Dialog dann 12 Jahre später eben dieses Papier zu erstellen. Am 10. November 2005 lesen wir hier: Marienverehrung wächst unter den Protestanten in England. Ha! Da hatten wir ja auch letzte Sendung, waren wir auch letzte Sendung drauf eingegangen, ne? Bei unseren lieben Jesuiten von der Familie Dulles. Dass die auch über die Marienverehrung da hatten und dass man doch auf einmal auch gemerkt hat, auch wir vorher schon gelesen haben, dass tatsächlich Protestanten das zweite Gebot aufgeben, das es in der römisch-katholischen Kirche nicht gibt. Ja, wenn evangelische Buchhandlungen offenstehen für katholische Werke und man da keine korrekte Bibel mehr findet, aber der römische Katechismus überall verbreitet wird, dann ist es ja fast schon verständlich, dass die Marienverehrung unter den Protestanten in England eben auch wächst. Oh, ihr Katholiken, ihr habt da so was Schönes mit der Maria, wir wollen das auch haben. Nur die Bibel wollen wir nicht.
Am 10. Dezember 2005 sagt eine Überschrift hier, der Papst lädt Methodisten ein, sich dem katholisch-lutherischen Abkommen anzuschließen. Ich war jetzt immer davon ausgegangen, dass am 10. Dezember 2005 die methodistische Kirche bereits diesen Vertrag mit unterzeichnet hatte, weil ich hatte verstanden, dass das 5 Jahre später, 2004, bereits passiert war. Aber da gibt es dann wohl noch eine Diskrepanz zwischen dem, was ich gehört habe und dem, was so ist. Jedenfalls ist das jetzt hier knapp 6 Jahre, nachdem die Lutheraner es unterzeichnet haben, dass der Papst eben auch die Methodisten einlädt, sich dem katholisch-lutherischen Abkommen anzuschließen. Das ist das Abkommen über die gemeinsame Rechtfertigung, über die gemeinsame Glaubenserklärung. Joint Document of Justification, also das Dokument zur Rechtfertigungslehre. Ja? Am 8. Januar 2006 lesen wir in einer anderen Überschrift, Pontifex unterstützt den Dialog mit den reformierten Kirchen. Ja, natürlich, weil wenn ich sie nicht vernichten kann, dann muss ich sie infiltrieren. Und wenn ich sie infiltrieren will, dann muss ich mit ihnen schnacken. Und wenn ich mit ihnen schnacke, dann kann ich ihnen auch sagen, was ich will. Und genau das tut der Papst. Er unterstützt den Dialog, indem er sie alle ansetzt zu kommen. Kompromissen, nämlich die Bibel zu verlassen und zur Tradition der römisch-katholischen Kirche zu kommen. Und was die Tradition der römisch-katholischen Kirche ist und welche Macht die hat, da sollten wir uns mal ein paar Lesungen angucken in dem anderen Buch. Ich muss das hier mal eben aufmachen, weil ich weiß es nicht auswendig. Es heißt Das Doppelgesicht des Papsttums. Da habe ich nämlich letzte Woche 2 Lesungen gemacht. Sage und schreibe 9 Seiten habe ich geschafft in 2 Stunden. Und da geht es also in Teil 15 und 16, das müsst ihr euch mal eben aufschreiben, um die päpstliche Theologie, Schrift oder Tradition und Gott oder römisch-katholische Kirche. Wer hat Autorität über die Heilige Schrift, also über die Bibel, ja, in Teil 16? Und das sollte man sich mal angucken, wenn man hier über den Dialog mit der reformierten Kirche spricht. Weil da geht es halt darum, dass der Pontifex Maximus, der sogenannte Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden, der selbsternannte Stellvertreter besser gesagt, hier die reformierten Kirchen dazu ansetzt, um eben neben der Schrift auch die Tradition der Kirche zu akzeptieren. Und wenn ich den Pfad der Bibel verlasse, dann verlasse ich den Pfad der Wahrheit. Und wenn ich den Pfad der Wahrheit verlasse, dann stürze ich in die Verdammnis. Und deswegen unterstützt der Papst den Dialog mit den reformierten Kirchen, weil er will alle in die Verdammnis führen. Roms beharrliches ökumenisches Ziel wird durch diese Worte von Papst Benedikt zusammengefasst. Zitat: Die Suche nach voller und sichtbarer Einheit unter allen Jüngern Christi ist ein besonders dringendes Bedürfnis unserer Zeit. Die Suche nach voller und sichtbarer Einheit unter allen Jüngern Christi ist ein besonderes, dringliches Bedürfnis unserer Zeit. Da kann ich ihm nicht mal widersprechen. Das Problem ist nur, dass er unter den Jüngern Christi etwas anderes versteht als ich. Ich verstehe unter den Jüngern Christi diejenigen, die Jesus Christus kompromisslos in seinem Wort folgen und die Einheit suchen im Geist und in der Wahrheit und nicht in der Ökumene und nicht in den Kompromissen und die nicht an einem globalen Dorf teilnehmen wollen und so weiter und so weiter. Das sind Punkte, die der Papst will. Das sind nicht die Punkte, die ich will. Das sind nicht die Punkte, die die Bibel will. Das sind nicht die Punkte, die Jesus Christus will. Die Jünger Christi, das ist richtig schön, dass er das hier sagt, aber er versteht etwas anderes unter den Jüngern Christi als ein bibelgläubiger Christ. Und das macht nun mal eben den ganz wichtigen Unterschied. Es tut mir leid, das nochmal so laut und deutlich sagen zu müssen. Der Papst gebraucht hier Termen aus der Bibel und sogar die Bibel selber zu seinen diabolischen Zwecken. So einfach ist das. Weil an dem Satz ist sonst überhaupt nichts verkehrt dran. Die Suche nach voller und sichtbarer Einheit unter allen Jüngern Christi ist ein besonders dringendes Bedürfnis unserer Zeit, nicht nur unserer Zeit, jeder Zeit, da gebe ich ihm absolut recht. Nur das Problem ist, wie man die Einheit erreichen will, welche Einheit, von welcher Einheit sprechen wir und von welchen Jüngern Christi sprechen wir. Da differieren der Papst und ich und auch meine beiden Gäste, die hier mit mir zusammen sind. Ja? Deswegen ist das so gefährlich, wenn man Papstsprache nicht vernünftig kennt. Ja, dann lässt man sich natürlich von solchen Sätzen auf den, geht man ihm wegen solcher Sätze auf den Leim. Das ist Sophistik und Kasuistik vom höchsten Grad. Er sagt nichts Verkehrtes. Das Problem ist, was meint er? Das Problem ist, wie definiere ich die Einheit? Wie definiere ich Jünger Christi?
Das sagt er da nicht mit bei. Und wenn ich das nicht weiß, dann gehe ich ihm hier auf den Leim. Das ist genau seine Absicht. Deswegen müssen wir unsere Bibel ständig lesen, um uns darin weiterzubilden und weiter zu verstehen und diese Papstsprache erkennen zu können. Das ist auch genau der Punkt, ganz kurz, Jörg, wo uns ja die Bibel eben auch vorwarnt, dass eben der Satan selbst und die Agenten desselben sich verkleiden als Engel des Lichts, ja, und den Anschein haben, als wären sie Heilige, ja, im Sinne der Bibel, was sie de facto ja nicht sind, weil uns, wie gesagt, auch die Bibel eben schon vorwarnt, dass es eben so sein wird, dass sich Satan und seine Anhänger eben verkleiden als ja eben zum Beispiel dieser Antichrist hier, der diese tollen Worte, biblische Worte findet und damit etwas ganz anderes meint, als er eigentlich sagt. Ja. Das ist eben, wenn man spricht mit gespaltener Zunge, ne, Max? Genau das, Schlange, ja. Wie die Schlange es tut, ne? Das eine sagen und das andere meinen. Das Problem ist nur, den Leuten ist eben nicht deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was er sagt und dem, was er meint. Das ist das Problem hierbei. So, es ist auch offensichtlich, fahren die Autoren fort, zu sagen, dass die Agenda der marianischen Wiedervereinigung nicht ausschließlich für christliche Konfessionen gilt. Oh, jetzt wird's aber interessant. Deswegen steht hier 2019 Amazonas-Synode in Rom, Pachamama und Maria. Und glaubt es oder glaubt es nicht, so arbeitet der Heilige Geist. Michael und Max, die mich hier beide in dieser Lesung begleiten, haben gerade, bevor wir diese Lesung angefangen haben, eine englische Aufnahme, die ich mit Michael, Brett, Tom Fress zusammen gemacht habe, wo es genau um das Ende der amazonischen Synode in Rom ging mit Pachamama und Maria. Ja? So arbeitet der Heilige Geist, dass wir all diese Dinge so aktuell, sag ich mal, zum gleichen Moment zusammenwerfen. Da habt ihr nichts dran, weil dieses Video ziemlich spät erscheint und dann ist das natürlich schon längst vorbei. Aber es geht ja darum, wie der Geist in uns arbeitet und uns eben mit dem gerade eben Gesagten aus dem Video, was wir zusammen geschaut haben, was ich vor, glaube 4 Wochen ungefähr aufgenommen habe und heute Abend live als Premiere ausgestrahlt habe, was da gesagt wurde, dass wir das alles speichern können und gebrauchen können und dann in dieser Lesung eben auch gebrauchen. Weil eben die Agenda der marianischen Wiedervereinigung nicht ausschließlich für christliche Konfessionen gilt. Nein, das ist übergreifend. Erinnert ihr euch noch an die Videos? Ja, die wenigsten werden das von mir kennen. Ich habe da die englischsprachigen Videos gemacht über den Chrislam in der Zeit. Über das House of One, das in Berlin immer noch, wo immer noch Geld für gesammelt wird, was da gebaut werden wird. Ja, dieses Gebetshaus, das einerseits für die Juden, andererseits für die Katholiken und drittens für die Islamisten da sein soll. Also, für die Katholiken sagen sie natürlich nicht. Sie sagen, das ist für Christen. Ja? Und das soll für die Mohammedaner auch noch sein. Und die Juden. Alle drei unter einem Dach beten da zusammen. Es gibt für jeden eine Kapelle apart, aber es gibt auch einen Gemeinschaftsgebetraum und. House of One. Ja? Ich habe da mal ein Video von gemacht, englisch, knappe Viertelstunde lang, in der Zeit von der Protest ist noch nicht vorbei. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das muss so 2014, 2015 irgendwann gewesen sein. Also könnt ihr mal in meinen Archiven schauen. Das ist halt Englisch. Und da springen wir dann drin. Und da ist bereits ersichtlich, dass dieser Chrislam gegründet werden soll. Was ein Kunstwort ist, das sich zusammensetzt aus Christentum auf der einen und Islam auf der anderen Seite. Chrislam. Ja, wenn wir dann schon mal so weit sind, dann habe ich auch ein paar Bilder vorbereitet, weil ich wusste ja, dass wir heute über die Queen da sprechen. Da könnten wir doch mal zum Beispiel eins der vielsagendsten Bilder nehmen überhaupt von der evangelischen Kirche in Deutschland. Schaut euch mal dieses Emblem an, was man da im Internet finden kann. Ich habe das letztes Jahr gefunden. Ja? Also, es ist auch offensichtlich, dass die Agenda der marianischen Wiedervereinigung nicht ausschließlich für christliche Konfessionen gilt. Rom, inspiriert von der Königin des Himmels, hat einen ganzheitlichen Plan, der alle Religionen einlädt, sich der Gemeinschaft anzuschließen. Denn, warum auch nicht? Es heißt in Offenbarung 17, warum habe ich das jetzt hier nicht geöffnet? Ich dachte, ich hätte das geöffnet gehabt. Da muss ich es nochmal eben machen. In Offenbarung 17, Vers 5, dort lesen wir, und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Die Mutter der Huren.
All die abgefallenen Frauen, also vom Glauben abgefallenen Kirchen, sind Huren. Und der Islam zählt da auch zu, weil der ist ja vom biblischen Glauben abgefallen. Ja, genau das beschreibt das hier. Ja? Alle Religionen, ja? Auch der Islam ist damit drin. Ja, Michael? Ja, und was machen die Huren? Sie betreiben Unzucht. Ja, genau, die betreiben Unzucht und bekommen auch noch Geld dafür. Ja, sonst betreiben sie, ja, deswegen sind sie ja Huren, sie verkaufen ja ihre Zucht. Eben, ne? So, deswegen, und deswegen, da passt natürlich jetzt wieder Lukas 4,5 dazu, ne? Alle Reichtümer der Erde mit ihrer Macht und Herrlichkeit, ne? Deswegen haben wir ja, wenn wir, egal auf welchem Gesichtspunkt du jetzt auf den Vatikan schaust, deswegen haben wir ja dann bei der Stadt auf den sieben Hügeln einen Staat im Staat sozusagen, der unendlich reich ist, wo ganz viele Dinge im Verborgenen geschehen, also beispielsweise die vatikanischen Archive und eine eigene Bank hat, alles so Dinge, die in der Bibel überhaupt nicht beschrieben werden, die überhaupt nicht empfehlenswert sind und vor allen Dingen, nach denen es überhaupt nicht zu streben gilt. Und alles das, was umgekehrt in Opposition 180 Grad zur Bibel verdreht ist, das findet sich halt in Rom. Deswegen ist es eigentlich ganz simpel, da Rom als sogenannte ewige Stadt auszumachen, weil man da halt schon sehen kann, dass die Hure, die an den vielen Wassern sitzt, eben, ja, dem Reichtum nachstrebt, eben genau das, was die eigentlichen Christen überhaupt nicht nachstreben. Und ich glaube, das ist auch einer der großen, großen Vorteile und auch Gründe, warum die römisch-katholische Kirche mit ihrem sogenannten Glauben so erfolgreich ist, weil die Menschen nichts abgeben wollen dieser materiellen Welt. Die wollen zwar so ein bisschen Glauben haben und das können dann gerne die anderen machen für einen und da kann man dann vielleicht auch mal in Gottesdienst gehen oder so, aber sie möchten nichts von ihrem erreichten Reichtum oder von ihrer sozialen Position abgeben. Und genau da schlägt der Katholizismus zu und sagt, nö, ihr könnt alles behalten, ihr müsst halt der Kirche was abgeben und so weiter und so fort. Aber ihr müsst jetzt nicht euer Leben komplett ändern. Es reicht, wenn ihr dann zu unseren Priestern geht und Buße tut, dann ist wieder alles gut. Also das ganze System geht daraufhin meiner Meinung nach zurück, dass alle an einem selben Strang ziehen, aber eben an keinem Christlichen. Ne? Ja. Guter Punkt. Die laufenden Ereignisse zeigen einmal mehr, dass es viele religiöse Wege gibt, die für die Kirche der Königin bestimmt sind. Betrachten Sie diese aktuellen Artikelsüberschriften. Ja, die Brunnen stehen ja jetzt nicht jedes Mal bei, ich weiß es. Aber die Brunnen sind natürlich immer in diesen Fußnoten angegeben. Die könnt ihr euch dann alle anschauen, wo das wann erschienen ist. Also hier zum Beispiel haben wir es am 25. Mai 2005, wo steht, Nigerianer vermischen Katholizismus und traditionelle übernatürliche Überzeugung. Das geht ja im Grunde fast so, wie wir jetzt gerade mit der Amazonas-Synode gesehen haben. Ne? Die Nigerianer leben zwar nicht in Südamerika, sondern in Afrika, aber deren Glaube ist ja ebenso heidnisch. Ne? Und die vermischen halt den Katholizismus und die traditionelle übernatürliche Überzeugung. Und das Schöne hierbei ist, wenn der Katholizismus und die traditionelle übernatürliche Überzeugung dieselbe Wurzel haben, dann fällt das Vermischen umso leichter, nicht wahr? Da muss man nicht so viel aufgeben. Am 27. Juli 2005 schreibt eine andere Zeitung hier, Chicagoer Kardinal und Imam fordern verbesserte Beziehungen zwischen Katholiken und Muslimen. Also, das ist genau wie mit dem Papst, eine Obrigkeit innerhalb der Glaubensgemeinschaften hier, Katholiken und Muslimen, ne, Kardinal und Imam, und die haben Autorität und durch die Autorität, dass sie das fordern, befehlen sie das im Grunde ihren Mitgliedern so zu tun. Weil, wenn du das nicht tust, was die sagen, dann bist du kein guter Katholik oder du bist kein guter Mohammedaner. Am 1. September 2005 steht, Papst ruft Menschen auf, die an einen Gott glauben, sich zu vereinen und zusammenzuarbeiten, um den Frieden wiederherzustellen. Ja, an, zwischen Anführungszeichen, einen Gott glauben die Freimaurer auch, nur sie nennen ihn den großen Architekten des Universums und sie meinen nicht unseren Vater, der im Himmel ist, und seinen Sohn Jesus Christus, die im Heiligen Geist miteinander verbunden sind. Den meinen sie nicht. Also auch hier wieder Papstsprache. Ja? Die an den einen Gott glauben. Ja, Papst, definier mal diesen einen Gott. Dann wirst du nämlich ganz schnell damit rauskommen müssen, dass du nicht den Gott der Bibel meinst. Am 12. September 2005. Christen, Muslime beten gemeinsam an. Ja, hier habe ich nochmal den Artikel von dem House of One. Ja,
den einen Gott mit den Freimaurerlogen. Ja, gut, ich habe es ja gar nicht gesehen, dass ich da eine Fußnote zu hatte. Habe ich ja dasselbe gerade eben gesagt. Hier, das möchte ich euch mal eben zeigen. Das House of One, da hatte ich damals, wie gesagt, das Video zugemacht. Schauen wir uns das mal kurz hier an. Das kann ich hier bei Chrome ziemlich leicht öffnen. Das geht immer einigermaßen schnell während dieser Aufnahmen. Das ist der Artikel, das könnt ihr euch immer noch anschauen. Also dieses Haus ist immer noch in der Planung, ne? Deswegen sind das hier so, ist das hier so ein Modell, was man hier abfotografiert hat. Und da steht hier, in Berlin entsteht ab 2019 etwas weltweit Einmaliges. So, und da sind sie immer noch Geld für am Sammeln. Und dann seht ihr dann hier einen Vertreter der römisch-katholischen Kirche, einen Vertreter des Judaismus, einen Vertreter des Mohammedanismus. Und dann geht es dann um die Architektur und dann geht es darum, dass man spenden soll. Und wie gesagt, da habe ich ein Video drüber gemacht, ist zwar Englisch, aber ganz interessant, sich mal anzuschauen. Vor allen Dingen diejenigen, die für die Spenden aufrufen, sind interessante Personen, da habe ich auch drüber gesprochen. Wie gesagt, die Seite könnt ihr euch angucken und das Video habe ich schon vor 4 oder 5 Jahren gemacht, also könnt ihr euch mal anschauen. Ist ganz interessant. Ne? 137 Tage bis zur Grundsteinlegung. Wo sind wir denn dann? Februar nächstes Jahr oder sowas? Wir sind jetzt Ende November. Ne? 137 Tage, 12 Stunden, 9 Minuten und 55 Sekunden bis zur Grundsteinlegung. Ne? Das ist ein Countdown, dem muss man unbedingt folgen. Ne? House of One hat gemeinsam mit der Versöhnungsgemeinde und dem Berliner Forum der Religionen der friedlichen Revolution der DDR gedacht. 13 Vertreter aus 9 verschiedenen Glaubenstraditionen. Glaubenstradition. Ist das nicht ein interessantes, vielsagendes Wort? Ist die Bibel, ist der Glaube an unseren Vater im Himmel und Jesus Christus eine Glaubenstradition? Immer sehr vorsichtig sein mit der Sophistik und Kasuistik, die Sie hier gebrauchen. Also Christen, Muslime beten gemeinsam an. Und da kann man auch hier eine Wikipedia-Seite, gibt es auch noch zu. Wenn ich dann denke, werde ich die in die Beschreibungsbox des Videos hier reinmachen, aber ihr könnt das auch natürlich auch selbst suchen. Am 26. Oktober 2005 steht hier, katholische Priester versuchen, hinduistische Rituale einzuführen. Genauso wie katholische Priester und vor allem die jesuitische Priester versucht haben, in die hinduistischen Rituale Katholizismus einzuführen. Als wer war das wieder? Francis Xavier, als erster Jesuit in den 1550er Jahren bereits in den Orient ging, also in den Orient nach Asien ging, nämlich nach Indien, in Goa landete, später nach Japan weiterging und dort dann rausgeschmissen wurde, mehr oder weniger, und dann nach China kam und über China zurück nach Indien kam, da haben sie eben damals auch bereits ihre katholischen Rituale in die hinduistischen oder buddhistischen Rituale mit eingeführt, haben auch teilweise gemerkt, dass er sowieso schon war, eben weil sie dieselbe Wurzel haben. Und hier wird also auch wieder eine Verschmelzung gemacht, was man im biblischen Sinne eigentlich nennt, eine missionarische Adaption. Wenn ihr mit dem Begriff nichts anfangen könnt, dann solltet ihr dringend das Buch Herrscher des Bösen euch antun. 8. November 2005. Papst bekräftigt Engagement für interreligiöse Zusammenarbeit. Also, es macht nichts aus, was du glaubst. Hauptsache, du arbeitest mit uns zusammen. 14. November 2005. Jüdisch-katholische Beziehungen schreiten voran, so Benedikt der 16. Jüdisch-katholische Beziehungen. Die Juden sollten sich mal daran erinnern, welche Kirche sie all die letzten 2000 Jahre so streng verfolgt hat. Und sollten dann mal darüber nachdenken, ob sie wirklich noch jüdisch-katholische Beziehungen haben wollen. 1. Dezember 2005. Frieden braucht christlich-muslimischen Dialog, sagt der Papst. Christlich ist hier in diesem Fall natürlich immer als katholisch zu verstehen. An demselben Tag sagt eine andere Zeitung, Muslim sagt, Türken schätzen Benedikt den 16. Das hilft ja, wenn er von ihnen auch akzeptiert wird. All die oben genannten Schlagzeilen und noch viele, viele mehr liefern unbestreitbare Beweise. Ja, es geht hier nicht um Verschwörungstheorien. Es geht hier nicht um das Glaubensdogma von Jörg Glissmann oder Michael Kückemanns oder Maximilian Geisbauer. Es geht hier, war doch richtig, Geisbauer, ne? Es geht hier um die Wahrheit. Ja?
und die Wahrheit ist in der Bibel und es sind hier unbestreitbare Beweise, die wir hier vorlegen. Diese Schlagzeilen liefern eben auch unbestreitbare Beweise, auch gegen die Bibel gehalten, mit welcher erstaunlichen Klarheit, die mit erstaunlicher Klarheit sprechen, wenn man die richtige Sprache versteht. Man muss alles, wie in der Bibel steht, Apostelgeschichte 17, Vers 11, wie die Beröer in dieser Welt alles gegen die Bibel halten. Und dann sieht man, dass diese Schlagzeilen keine Verschwörungstheorien sind, sondern dass es unbestreitbare Beweise sind, dass diese Verschwörungstheorien in Wirklichkeit wirkliche Verschwörungen sind. Und das ist ja auch kein Wunder, denn schließlich steht von den Verschwörungstheorien ja in der Bibel bereits geschrieben. Jetzt sagt ihr, ja Jörg, dann sag mir doch mal, wo Verschwörungstheorien in der Bibel geschrieben stehen. Aber das werde ich gleich mal machen. Wenn ich hier mit dem Buch Hiob durch bin, dann komme ich in das Buch der Psalmen. Und da steht im Psalm 2, also im zweiten Psalm, erster und zweiter Vers, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist eine Verschwörung. Roms ökumenische Aktivität erobert die Welt wie ein Tsunami und umfasst die Mehrheit der Weltbevölkerung. Wird die Königin von Rom bald die Königin von allen werden? Im weiteren Studieren dieses Buches werden wir diese Frage beantworten. Darum heißt das Buch ja eben auch Eine für alle, alle für eine Königin des Himmels. Wie sieht denn nach den Autoren hier sich anzusehen die Zukunft Roms aus? Im Lauf der Jahrhunderte haben marianische Erscheinungen Päpste, Prälaten und katholische Heilige geführt. In die Irre. Die Erscheinungen waren von entscheidender Bedeutung für die Bildung des Dogmas der Kirche. Und die Erscheinungen haben die Unterstützung von Dutzenden Millionen Laienkatholiken weltweit erhalten. Tausende von angeblichen Erscheinungen ziehen Millionen von treuen Anhängern an und ihre Armee wächst. Ich hoffe, ihr seht, dass ich ganz deutlich mit Absicht grün die Worte angebliche Erscheinungen angestrichen habe. Ja? Es gibt ja auch viele Erscheinungen, zwischen Anführungszeichen, da wird gesagt, dass das ist erschienen. Aber es gibt da keinen Beweis für. Es gibt selbst keine Zeugen dafür. Selbst wie in der Bibel steht, zwei oder drei Zeugen. Nee, manchmal ist es nur einem einzigen erschienen. Jetzt sagt ihr wieder, ja Jörg, das saugst du dir aus dem Daumen, das ist doch gar nicht wahr. Für diese Erscheinung gibt es teilweise Hunderttausende von Zeugen. Ja, für manche. Aber für manche gibt es auch nur einen Zeugen. Erinnert ihr euch an den Papst Pius XII., der in den Gärten des Vatikans die Sonne tanzen sah? War er auf LSD? Die Armee der Königin besteht aus Seelen aus allen Teilen der Welt und aus allen Religionsgemeinschaften. Doch sie ist ohne Zweifel in erster und hauptsächlicher Linie die Königin von Rom. Warum in erster und hauptsächlicher Linie? Weil Rom Babylon ist, wie wir gerade eben in Offenbarung 17,5 gelesen haben. Und weil aus Babylon die Himmelskönigin kommt, das ist nämlich Semiramis, unter welchem Namen sie auch immer untergejubelt wird, das ist ein und dieselbe Frau. Wird die Königin des Himmels und Roms bald alle Religionen unter ihrem Mantel vereinen? Antichrist Pio Nono, also Pius der IX., machte 1878 diese bemerkenswerte Vorhersage über die Rolle Mariens beim Aufbau der Welt unter ihrer Kirche, der römisch-katholischen Kirche. Und was ich hier eben zufügen möchte, 1878 ist zufälligerweise das letzte Jahr seines Pontifikats. Ja, Papst Pius der IX. War der längst dienende Papst in der Geschichte der römisch-katholischen Kirche. Er war an der Macht zwischen 1846 und 1878 für 32 Jahre, bis heute der Papst, der am längsten im Amt war, aber 1878 war Schluss. Und in diesem Jahr macht er eine bemerkenswerte Vorhersage, die da lautet, Zitat, wir erwarten, dass die unbefleckte Jungfrau und Mutter Gottes, Maria, durch ihre mächtigste Fürsprache dazu führt, dass unsere heilige Mutter, die katholische Kirche, von Tag zu Tag an Einfluss unter allen Nationen und an allen Orten gewinnt, von Ozean zu Ozean, vom großen Strom bis zu den Enden der Erde gedeiht und herrscht.
dass sie Frieden und Freiheit genießt und dass es dann eine Herde und einen Hirten geben wird. Ich muss das nicht kommentieren. Werden die Massen durch die mächtige Fürbitte der Erscheinung zur römisch-katholischen Religion übergehen? Wie sieht die Zukunft aus? Betrachten Sie dieses letzte Zitat von Pater Calloway, einem jungen Priester, der als stellvertretender Rektor am Nationalen Schrein der göttlichen Barmherzigkeit in Stockbridge, Massachusetts, tätig ist. Die Mutter Gottes baut diese Armee, diese ganze neue Generation, Schicht für Schicht auf. Rang für Rang kommen sie aus den Seminaren, um ihren Platz einzunehmen. Eine ganze Generation von Priestern kommt und sie sind genau wie ich. Ernsthaft. Ich sage den Leuten immer, mach dich bereit, denn es kommt auch in eine Gemeinde in deiner Nähe. Wir wurden von der seligen Jungfrau Maria und ihren Erscheinungen geformt. So viele der Jungs, die ich im Seminar kannte, liebten Dinge wie Medjugorje oder Betania oder Amsterdam oder Kibeo. Sie haben kein Problem damit. Sie beißen wie ein Hai auf die Wahrheit und sie werden die Jungs in den Seminaren sein, die unterrichten. Sie werden in den Pfarreien sein. Ein Kardinal sagte, wenn es nicht für Medjugorje wäre, hätte er kaum Seminaristen. Nun, diese Aussage des jungen stellvertretenden Rektors der göttlichen Barmherzigkeit in Massachusetts befasst so viele Dinge, wenn ich da überall reingehen würde, um alles zu analysieren, dann bräuchte ich 3 Stunden. Also mache ich es einigermaßen schnell. Die Mutter Gottes baut diese Armee, diese ganz neue Generation, Schicht für Schicht auf. Die Armee der Mutter Gottes, der Königin Maria, ist die Armee, die ihre Tätigkeit ihr verschreibt. Und es gibt einen Orden innerhalb der römisch-katholischen Kirche, der ein militärischer Orden ist aufgrund der Bulle, wie er genannt wurde, nämlich Regimini Militantes Ecclesia, der Orden der Jesuiten, die sich auf Maria aufbauen. Nicht zu vergessen, bitteschön, als Ignatius Loyola und seine 6 Kumpanen in Paris, in Montmartre und der anderen Kirche, Saint-Denis, ihre Treue geschworen haben und den Eucharist genommen haben und Eide abgelegt haben, dann war das zu Ehren von Maria. Also, diese Mutter Gottes baut die Armee auf, weil eben die Jesuiten sich ihr verpflichten. Und diese Mutter Gottes, bei Weise von Sprechen, diese Figur, die uns da erscheint, die ist nichts anderes als eine Erscheinung des Teufels. Rang für Rang kommen sie aus den Seminaren, diese Seminare, die alle von Jesuiten unterwandert sind. Es sind die Jesuiten, die alle Seminare, protestantisch, katholisch, hinduistisch, buddhistisch, die das leiten, ja? Und dort die geistigen Exerzitien, die geistigen Übungen oder die Hirngymnastik, wie auch immer man das nennen will, eingeführt haben. Komme ich auch gleich noch drauf. Eine ganze Generation von Priestern kommt und sie sind genau wie ich, ja, weil sie alle auf dieselbe Art und Weise ausgebildet wurden. Weil sie alle dasselbe Training durchlaufen haben. Und man lehrt natürlich das, was man gelernt hat. Ich sage den Leuten immer, mach dich bereit, denn es kommt doch in eine Gemeinde in deiner Nähe. Die römisch-katholische Kirche ist vom Namen her eben universell. Sie ist überall vertreten. Sie ist allgegenwärtig. Sie kommt überall hin. Das kann man nicht abstreiten. Wir wurden von der seligen Jungfrau Maria und ihren Erscheinungen geformt. Das ist ganz deutlich eine Aussage darüber, die dieser Mann hier trifft, dass er sagt, wir wurden indoktriniert mit geistigen Übungen, mit Visionen und geistigen Exerzitien, die wir machen mussten, und die haben uns geformt. Ja? Wir wurden von der seligen Jungfrau Maria und ihren Erscheinungen geformt. Ihre Erscheinungen kann ich aufrufen, wenn ich mich diesen geistigen Übungen unterwerfe, diesem Training der Jesuiten. So viele der Jungs, die ich im Seminar kannte, liebten Dinge wie Medjugorje, Betania, Amsterdam, Kibeo, also überall Plätze, wo die Maria erschienen ist. Sie haben kein Problem damit, natürlich nicht, sie haben ja ihr Leben ihr geweiht. Sie beißen wie ein Hai auf die Wahrheit, wie ein Hai oder wie ein Krokodil, ne? Einmal beißen, nicht mehr loslassen. Und werden die Jungs in den Seminaren sein, die unterrichten. Also erst selber ausgebildet zum Lügner und dann weitere Lügner ausbilden.
Sie werden in den Pfarreien sein. Ja, sie werden überall in die Welt hinausgehen und durch jede Diözese, in jede kleine Pfarrei, in jedes Dorf geschickt werden, um auch da die letzte Seele noch zu überzeugen, zur Lüge überzutreten. Ein Kardinal sagte, wenn es nicht für Medjugorje wäre, dann hätte er kaum Seminaristen. Also mit anderen Worten, wenn die Maria da nicht erschienen wäre und damit viele Leute überzeugt hätte mit dieser Vision, dann hätte er kaum Seminaristen. Ja, das ist doch eine interessante Note, auf der dieses Kapitel endigt. Nicht wahr? Aber ich schätze mal, dass meine beiden Brüder auch noch einen Kommentar zum Abschluss von Kapitel 2, Königin von Rom, über das, was ich gerade eben vorgelesen habe, haben. Also höre ich gerne doch mal eben eure Kommentare, bevor wir in das dritte Kapitel rübergehen. Wer möchte denn beginnen? Ja, ich bin mal so frei. Nee, ich fand das einen sehr stimmigen Abschluss. Ich fand auch sehr gut, dass du das jetzt nochmal durchgegangen bist, das letzte Zitat. Da wird doch schon sehr deutlich, worum es im Grunde geht, ne? Und worum es eben im Grunde auch bei der Erscheinung der Maria für die römisch-katholische Kirche geht. Ja, eben nämlich gerade auch die Ausbildung eben solcher Priester durch die Erscheinung der Maria zu bestätigen und zu fördern und eben auch für Nachwuchs zu sorgen. Und gerade jetzt zu Zeiten, wo der Papst zum, ich glaube, 14. Mai nächsten Jahres aufgerufen hat, neue Ausbildungspläne, da gibt es ja ein Wort für, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Ja, er ruft für dieses Wiederausbildungskomitee im Grunde, ne? Re-Education, ja. Also Umausbildung kann man eigentlich sagen, ne? Es geht darum, dass wir alle umgelernt werden sollen und deswegen ruft er einige Weltführer und Leute auf, die hoch sind in Positionen wie zum Beispiel Schulen, Universitäten und solchen Dingen, wo eben Lehrpläne erstellt werden, um dafür zu sorgen, dass das Curriculum, das was herausgegeben wird, also die Schulbücher und die Lehrpläne und alles, in einem Licht stehen, dass wir alle nur noch alles an der globalen Erwärmung messen. Ja, und im Grunde genommen eben auch an der Doktrin damit der römisch-katholischen Kirche. Ja, und ich meine, das Buch hier ist 2006 erschienen. Das sind doch sehr interessante Worte, wenn man eben bedenkt, dass wir uns heute 2019 eben mit solchen Ereignissen rumzuschlagen haben. Und ich denke, das hat einen ganz guten Eindruck gegeben, dieses Kapitel allgemein, gerade auch mit der letzten Lesung dazu, wo wir ins Detail gegangen sind, wer eben diese Verfasser von diesen ökumenischen Dokumenten sind. Mhm. Also das ist einen guten Eindruck darüber bringt, was eben die Rolle der Maria-Erscheinung im Lichte der römisch-katholischen Kirche darstellt. Also eigentlich im Grunde genommen eine Mittlerin, um eben Leute zum Aberglauben zu führen, eben zum Heidentum, zum Katholizismus. Und da spielt es dann, wie wir eben jetzt auch gehört haben, keine große Rolle, wie sich dieses Heidentum dann nennt, ob es sich eben katholisch nennt, ob es sich von den römisch-katholischen Priestern fälschlicherweise christlich nennt, wenn sie es aussprechen, oder ob es sich hinduistisch nennt oder übernatürliche Naturvölker oder sonstiges dergleichen. Im Grunde ist es halt, geht es im Großen und Ganzen nur darum, dass eben diese Erscheinung, diese satanische Erscheinung der Maria, eben die Leute wegführt von der Bibel. Darum geht es ja im Kern drum. Und ich würde mich jetzt fast auch noch aufs nächste Kapitel freuen, weil da gehen wir noch ein bisschen dann auf den Islam mehr ein. Und das ist auch eine sehr, sehr interessante Thematik, wenn man eben bedenkt, dass wir ja auch schon das Haus des Einen angeholt hatten und ja die Grundsteinlegung jetzt tatsächlich auch nicht mehr so weit auf sich warten lässt. Ja, nee, also ich denke im Großen und Ganzen ein guter Abschluss dieses Kapitels. Und ja, vielleicht hat ja Michael auch noch was dazu zu sagen. Ja, danke für die Vorlesung soweit. Ich habe die Meinung, die ich habe, natürlich jetzt auf andere Weise wieder beschädigt bekommen, denn meiner Meinung nach ist das ja alles ein Plan. Das weiß ja eigentlich jeder, der ja seit Jahrzehnten, Jahrhunderten läuft. Und final, meiner Meinung nach, ist es so, dass damit halt die Schöpfung komplett umgekehrt wird. Das heißt, die Frau wird über den Mann gestellt. Und deswegen, das ist für mich der große Trick des Teufels, dass er sagt, ich mache es genau wie damals, ja, im Paradies sozusagen und diesmal auf ganz raffinierte Weise, indem ich halt immer mehr die Frau in den Vordergrund spiele, indem ich halt immer mehr Rechte für die Frauen einfordere und im Endeffekt kassiere ich dann genau die, die sowieso schon im Leben mehr auf der materiellen Seite sind, zumindest im Körperlichen. Das heißt, die Frau, die sowieso jetzt früher noch die ganz liebe, brave, sagen wir mal,
die vorbestimmte Lebenslinie war, Kinder zu bekommen und den Haushalt zu versorgen, die Familie zu bekochen und so weiter und so fort und Liebe zu geben und ein schönes, behagliches Zuhause zu haben. Das ist ja jetzt schon seit über 100 Jahren Stück für Stück abgebaut worden. Das Wahlrecht der Frauen in Deutschland beispielsweise fällt ziemlich genau mit der Erscheinung da von Fatima zusammen. Ja, das 1918, ne, glaube ich. Ja, 1919 habe ich gelesen. Ne? Ich habe mich gerade mal so eruiert. Und meiner Meinung nach alles, was mit jetzt hier Gleichberechtigung ist und Frauenquote und sexuelle freie Bestimmung und so weiter, das ist ein meiner Meinung nach Jahrzehnte schwelender und sehr, sehr perfider ausgeheckter Plan, damit nachher die Frauen sagen können, guck mal hier, wir sind sowieso viel unterdrückt worden durch das Patriarchat. Und deswegen geht jetzt quasi meiner Meinung nach die Rolle komplett rückwärts auf das Matriarchat und deswegen wäre jetzt natürlich die Queen of Heaven und Queen of All eigentlich so die absolute, der absolute Gipfel zu dem allem, was in der Bibel steht, in Umkehrung. Und das ist ja das, was Satan versucht, eben die Schöpfung umzukehren und alles letzten Endes auf den Kopf zu stellen und alles möglich zu zerstören. Und deswegen zerstöre ich da nicht nur die Familie mit, sondern ich zerstöre auch dann letzten Endes die normale Umgebung überhaupt. Die Menschen wissen gar nicht mehr, soll ich mir Kinder zulegen? Kann ich das alles bewerkstelligen? Alle sind Doppelverdiener, alle müssen den ganzen Tag nur noch ackern. Die Kinder werden dann in Bildungseinrichtungen dann halt indoktriniert und so läuft der ganze Plan. Der läuft meiner Meinung nach schon wieder über die Frau. Das ist dieselbe Geschichte in der Zivilisation sozusagen, wie wir sie im Garten Eden im Kapitel 3.1 haben. Die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Und die Schlange ist auch listiger, wenn wir die jetzt mal als Verkleidung des Teufels ansehen. Und die kommt halt einfach in Verkleidung von allen möglichen Leuten umher. Ja, entweder von der Fatima, dann von der Frau Blavatsky, Alice Bailey und nennen sie alle auf. Ja, zeigt sie alle auf. Aber diese ganze Geschichte geht einfach dahin, meiner Meinung nach, dass die Frau über den Mann gestellt wird. Das siehst du heutzutage in der Werbung. Die Männer sind halt, ja, so schmächtig, dünn und wissen sich nicht zu helfen und sind froh, wenn die starke Frau dann ankommt, die dann halt natürlich Motorrad fährt und Top-Managerin ist und ein schickes Cabrio fährt und alles super. Aber der Mann, der kann also froh sein, wenn die Frau ihn akzeptiert. Ja, so sieht's aus. Ja, so sieht die Geschichte da draußen aus. Die Frau ist letzten Endes, wird nach oben gehoben und alleine schon Gleichberechtigung ist nach völliger Unfug. Gleichberechtigung hieße, dass ich auch Kinder kriegen darf als Mann. Gleichberechtigung hieße, ey, ich kann auch zu Hause bleiben und kann meine Frau für mich schuften lassen. Mal gucken, wie die Frauen das toll fänden, wenn das so wäre. Also es wird alles, was natürlich ist, wird komplett auf den Kopf gestellt. Und das, wie gesagt, ein Plan, der läuft seit Tausenden von Jahren, seitdem der Teufel halt rausgeworfen wurde, hat er gesagt, okay, ich muss eigentlich alles umdrehen und im Endeffekt läuft alles darauf hinaus, dass sie die Bibel erfüllt. Das hast du sehr gut gesagt, ja. Jetzt hat das auch so lange gedauert, dass wir im Grunde im Kapitel 3 wahrscheinlich als nächstes mal anfangen wollen, weil ich werfe jetzt nochmal eben eine Frage auf. Jetzt stellt euch doch mal vor, der Papst behauptet von sich selbst, er ist das Haupt der Kirche. Ja? Das ist ja nun nichts Neues, das sagt er ja von sich selber. Er ist das Haupt der Kirche und die Kirche ist die Mutter aller Christen und die Königin des Himmels ist ja eben auch die Mutter. Dann haben wir einen Vater und eine Mutter. Da haben wir in der Werdung eine Trinität. Jetzt stellt euch mal vor, es kommt eine weitere Lehre dazu, dass dieser Vater und die Mutter sich verheiraten und daraus ein Kind entsteht. Könnte das nicht ein Antichrist sein, den sie all den Futuristen dann irgendwann einmal präsentieren und wir haben die Trinität hier auf Erden, Vater, Mutter, Kind, aus Babylon wiedergeboren? Wäre das nicht eine interessante These, um mal näher zu untersuchen? Mein Adam Weishaupt hat gesagt, oh närrischer Mensch, was kann man dich nicht alles glauben machen? Wenn der Papst das Oberhaupt der Kirche ist und die Kirche ist die Mutter, dann Vater und Mutter, wenn die zusammenkommen, dann gibt es ein Kind, nicht wahr? Was wird das Kind sein? Eine Einweltreligion? Eine Religion, von der Jesus Christus damals gesagt hat, ich bin in meinen Vaters Namen gekommen und ihr habt mich nicht akzeptiert oder ihr habt mich nicht aufgenommen, aber einer wird kommen in einem Namen, den der Vater ihm nicht gegeben hat und den werdet ihr annehmen. Einer wird kommen,
in einem Namen, den der Vater ihm nicht gegeben hat. Nein, nicht der Vater im Himmel nicht, aber vielleicht den der Vater auf dieser Erde ihm gegeben hat, der Papst ihm gegeben hat. Finde ich eine interessante Sichtweise, um mal ein wenig drüber zu spekulieren, ein wenig drüber nachzudenken. Ich wollte es wirklich nicht so weit ziehen, dass wir das dritte Kapitel nicht angehen, aber gesehen in der Zeit, wo wir sind, fast eine Stunde, finde ich es in Ordnung, das hier abzuschließen, weil jetzt noch für die ersten 2-3 Minuten das nächste Kapitel reinzugehen, lohnt sich nicht. Das machen wir nächstes Mal mit einem frischen, neuen Start. Und ich möchte dann lieber diese Sendung heute beenden mit meinem Aufruf, den ich weiß, den Michael und Max alle beide freudig zujauchzen werden, um zu sagen, lest eure Bibel. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Die Schäden zu verwahren, ich meine, dass er